Carlo war auch immer sehr großzügig. Er hat viel gefordert, er hat aber auch sehr viel gegeben. Also war einmal im Sommer, da ist ein Auto nicht fertig geworden in Turin und der Hans Hermann musste 2 Wochen länger bleiben, um an dem Auto zu arbeiten. Und dann hat der Carlo ihm ein Päckchen mitgegeben für seine Frau. Und sie hat es dann in den Kühlschrank gegeben und dachte, es ist eine Schokolade. Und dann ruft der Carlo an und sagt, ja, und wie geht's? Und dann sagt er, komisch, der Carlo ruft an, muss ich schauen, was im Päckchen ist. Und da war eine goldene Uhr. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2023. Ein Name, der immer wieder in meinen Folgen auftaucht und von dem alle meine Gäste, die ihn noch kennenlernen durften, mit großer Achtung reden, ist Carlo Abarth. Meistens wird der erfolgreiche Rennwagenkonstrukteur ja als streng und autoritär beschrieben, der es nicht leiden konnte, wenn Fahrer seine Autos zu hart rangenommen haben, der aber auf der anderen Seite trotzdem Siege am laufenden Band eingefordert und auch erzielt hat. Dieter Quester kann ein Lied davon singen. Leider kann ich Carlo Abarth ja nicht mehr persönlich befragen, da der Wiener Unternehmer bereits im Jahre 1979 im Alter von knapp 71 Jahren verstorben ist. Umso mehr freue ich mich, dass seine Frau Anneliese Abarth mit mir über das Leben mit Carlo gesprochen hat und dabei eine ganz andere Seite aufzeigt als die, die sich vielleicht nicht nur in meinen Vorstellungen so festgesetzt hat. Außerdem hält sie die Erinnerung an ihren Mann mit der Abarth Foundation wach, in der sie sehr aktiv ist. Darüber müssen wir reden und natürlich über viele, viele weitere Geschichten, die sie mit ihrem Mann erlebt hat. Nun also viel Spaß mit den Erinnerungen von Anneliese Abarth. Vielleicht fangen wir wirklich ganz früh bei Ihnen an, weil Sie hatten einfach die Idee, Sie kommen aus Österreich und hatten die Idee, dass wir was von der Welt sehen wollten. Ich war in erster Ehe verheiratet in Tanganyika, British Colony. Und deshalb, ich war eine, die immer raus wollte. Also ich glaube, das war damals so die Zeiten, dass man die Kinder wollten ja aus dem Nest raus. Nicht so heute, wo die noch ewig bei Mama hängen. Also das war sozusagen, wenn ich von zu Hause draußen bin, dann bin ich frei. Ja. War natürlich eine Utopie, weil wenn man dann verheiratet, ist man ja doch nicht frei. Aber das habe ich mir halt so vorgestellt. Nein, es war, wie gesagt, ich war natürlich sehr jung, auch wie ich den Carlo kennengelernt habe. Aber es war eigentlich, ich war fasziniert von seinem Wesen, von seiner Art und was er geschaffen hat. Ich war immer sehr interessiert an Autos und mein Großvater ist jetzt also vielleicht zu meinem Großvater zurück. Mein Großvater hatte eines der ersten Motorräder gehabt. Ich bin in Vöcklabruck geboren und aufgewachsen zum Teil. Und wenn der dann durch die Landschaft fuhr, haben die Leute ihm geschrieben, der Teufel kommt. Also war damals schon die Begeisterung da irgendwo in der Familie. Okay. Aber für mich, ich war Model und ich habe Dolmetsch gemacht. Ich habe das Glück gehabt, dass meine Mutti von Haus aus, in der Familie gab es ein Hotel und da mussten wir Sprachen können. Mhm. Und deshalb bin ich nach Frankreich, habe Französisch gelernt und eben Englisch sowieso, auch in der Schule. Und dann, also Französisch, Englisch und dann habe ich noch Italienisch auch gelernt, weil Sprachen war damals das Wichtigste, weil man konnte, es war nicht so wie heute, dass jeder Sprachen konnte. Damals konnten die bisschen Englisch, vielleicht von der Schule, aber sonst nichts. Und das war eigentlich auch mein Dings, dann in die Welt hinauszugehen. Und ich habe dann meinen ersten Mann kennengelernt bei einer Modenschau und der kam britisch und der war einfach so sofort so verliebt in mich, wie andere Männer auch, muss ich sagen, zu der Zeit. War ich schon sehr umschwirrt, aber es war dann auch, er war so ein guter Typ, war er, und es war keine Liebe eigentlich, es war nur, der hat mich imponiert irgendwo, und dann habe ich gedacht, Tanganyika, da kann ich tauchen dort im Meer, und dann, ja, dann bin ich rübergefahren nach Tanganyika und habe da 2 Jahre gelebt. Und es war, wie gesagt, und bin auch drüben auch Rallye gefahren.
Mit einem Lotus, ja. Okay. Ja, mit jemandem, das war nicht mein Auto. Okay. Und das war ein Mechaniker, der hatte dieses Auto und mit dem sind wir halt so manchmal herumgefahren. Und dann gab es eine Susan-Barr-Rallye, da waren wir in Führung und da hat er am Vortag so viel getrunken, war schlecht, jetzt muss man stehen bleiben, dass er sich übergibt. Also ich war so wütend, wie wir dann ankamen, weil wir nicht gewonnen haben. Ich war nicht so eifrig, dass ich unbedingt gewinnen muss. Bei mir war es mehr auch Spaß an der Sache und das war der Susan-Barr-Rallye, das war dann in den Bergen und das war einfach toll. Und mein erster Mann war auch Ingenieur. Und ja, so war das dann meine Jahre drüben. Und dann kam Uhuru, also Freiheit. Und die Frauen wurden zurückgeschickt nach Europa. Weil es fing ja im Kongo an. Und da haben wir schon Flüchtlinge aufgenommen. Und sind eben dann weg, weil die eben frei sein wollten damals in Tanganyika. Und das war eigentlich sehr traurig, weil das war eine schöne Zeit und so bin ich dann nach Österreich zurückgekommen und mein Mann blieb noch drüben natürlich und dann haben wir uns eigentlich auseinandergelebt. War ja damals mit der Kommunikation schwierig. Ja, ja, sowieso, ja. Und es war sowieso, also es war eine Freundschaft, es war auch nicht die große Liebe, für die ich gekämpft hätte. Und die kam ihm dann mit Carlo. Wie ist Ihnen das erste Mal aufgefallen? Ja, Zeitungen und in Wien, natürlich in Wien, das Aspernrennen. Und da hatte ich Bekannte, die mir erzählt haben von ihm. Und dann gab es da den Autohaus Steinbacher und der war Concessionario von Abarth in Österreich. Mhm. Und dann habe ich gesagt, sag ich, du, wenn der Carlos das nächste Mal kommt, lad mich doch ein, gehen wir zusammen essen, sagt er, das mache ich. Und so war es dann auch, der Carlo kam, ich war dann dort um 11 dort, hat er mich vorgestellt und der Carlo hat mich sofort so angesehen, so wie, das, die Frau ist toll. Also ja. Er hat auch sehr viel übrig gehabt für Frauen, muss ich sagen, und Frauen auch, waren mir auch eigentlich sehr umschwirrt, muss ich sagen. Und das war eigentlich dann der Moment, wo es geklickt hat, bei beiden Seiten sofort. Und sowas ist eigentlich ganz selten, aber es ist uns passiert und dann waren wir im Sacher Mittagessen und das war dann halt, dann ist er 2 Tage länger geblieben, dann waren wir halt beim Heurigen, da kommt man sich auch näher und so war das eigentlich sofort, obwohl das nur 3 Tage waren, eine schon wie eine Bindung, also ein Erlebnis, das man nicht einfach so loslässt. Und so war es dann auch, dass der Carlo dann eben regelmäßig nach Wien gekommen ist und er war ja verheiratet mit der Freundin der ersten Frau. Mhm. Die erste Frau war die Sekretärin von Porsche. Okay. Und die hat ihm sehr geholfen auch damals und damit hat er auch, er hat gesagt, als Anstand sie geheiratet. Und dann, die hatte eine Freundin und die hat sich den Carlo dann geschnappt. Und ich habe ihn mir dann nachher auch. Auch geschnappt. Auch geschnappt. Ja, aber es war so, dass ich war nicht meine Freundin. Also meine Freundinnen, die Männer, die waren tabu, da habe ich nichts angerührt. Okay. Auf alle Fälle war das eben dann eine Zeit, wo es keine Scheidung gab. Und das war schon sehr, sehr nicht so einfach. Weil in Österreich waren wir sicher, aber in Italien musste man warten auf das Dokument getrennt von Tisch und Bett. Weil vorher konnten die kontrollieren, wenn die Ehefrau eifersüchtig war und hat uns da jemand raufgeschickt, durften wir nicht erwischt werden. Zusammen? Also er durfte nicht mit einer anderen Frau erwischt werden? Nein. Ah, okay. Okay, also Carlo kennengelernt im Hotel Sacher und das war ihm dann eine tolle Zeit. Und dann waren eben dann die Rennen und das war für mich sowieso, da mit dabei zu sein. Und in Aspern war ich zum ersten Mal mit ihm dort, aber durfte niemand wissen, dass ich mit ihm war. Und dann hat tatsächlich, kommt dann ein Bild, wo der Carlo steht, der Jochen Rindt und ich dahinter. Und dann plötzlich war dann die, das ist die neue vom Carlo. Und so haben wir das eigentlich dann nicht mehr
Also haben wir dann alles frei gelebt und ja, wir sind verliebt und wir sind zusammen und wir sind Scheidung und das war dann alles schon offiziell. Ja, nein, weil das war auch das Problem, war auch, dass seine Frau sich nicht so sehr interessiert hat für die Rennen. Die hat sich immer beschwert und sogar bei der Sekretärin, was ja wirklich nicht sehr schick ist, dass ihr Mann immer unterwegs ist und ja, und bei mir war das halt das Gegenteil. Ich wollte immer mit dabei sein bei den Rennen. Und so hat sich das eigentlich, war die Ehe eigentlich sowieso, ich habe nichts zerstört. Wir haben mit reinem Gewissen sagen können, dass das wirklich also nur mehr Freundschaft war. Okay, das war aber auch ein bisschen kompliziert, weil eigentlich Damen nicht zugelassen waren in der Box bei Carlo Awart. Das war eine ganz strenge Regel. Ja, das war eine ganz strenge Regel. Nein, das war natürlich, also seine Frau, das, ich habe mich auch dementsprechend benehmen müssen. Es ist ja nicht so, dass ich da so Freiheiten habe. Damen, ja, der Carlo hat gesagt, da werden die Männer zu sehr abgelenkt von den Frauen. Wenn sie in der Box sind beim Rennen, ist das Einzige, was sie interessieren soll, ist das Auto. Er war schon sehr streng, aber es hat auch damit sehr viele Erfolge gehabt. Weil es ist natürlich schon, wenn in Boxen so manchmal, was da so herumgeknutscht wird sogar. Also, und das ging überhaupt nicht. Aber die Rennfahrer haben sich daran gehalten und das war nie ein Problem. Ja, und er hat ja wirklich strenge Regeln aufgestellt. Und es gibt, Sie erwähnen in Ihrem Buch eine Anekdote, dass ein Rennfahrer mal einer Frau hinterhergeguckt hat und dann das Auto gegen die Mauer gesetzt hat, glaube ich, oder? Wer war das? Nicht hinterhergeguckt. Der hat die Nacht mit jemandem verbracht und da hat der Carlo gesagt, Sie haben jetzt keine Kräfte, in der Früh mein Auto zu fahren. Und hat ihm das Auto nicht gegeben. Ich sage jetzt keinen Namen, aber das war schon sehr brutal. Also. Ja, müssen wir nochmal nicht zurückgehen, aber Carlo Awart, also das zieht sich wie ein roter Faden immer, egal mit wem ich rede, Dieter Quester, Hans Herrmann, die haben immer gesagt, der war so streng und so hart. Und wenn irgendwas mit seinen Autos passiert ist, war das wie so ein Kind, was man von ihm geschlagen hat. War er bei Ihnen auch so mit klaren Regeln oder war der bei Ihnen? Nein, zu Hause war es natürlich ganz anders. Da hat er seinen Wiener Schmäh gehabt und wir haben gelacht. Also es waren wirklich, er war zwei Persönlichkeiten. Mhm. Offiziell der Strenge, der Harte, aber er hat oft auch so geschmunzelt und so. Also er hat schon manchmal gewusst, er ist also manchmal übertrieben, wenn es um seine Auto geht. Aber das war halt so und das hat man halt respektiert. Mhm. Und es ist auch so, er hat sich ja wirklich aufgeopfert fast für die Motoren und das. Und darum ist es auch so, die Japaner haben ja dann Motoren zerlegt von ihm und so haben nicht draufgekommen, weil es waren ja nicht alle Autos gleich. Mhm. Weil der Carlo ist zum Beispiel vor einem Auto gestanden, hat den Motor geschaut und sagte zum Ingenieur Tomaini zu der Zeit, sagte, versuch mal dort. Die haben so rumgebastelt fast. Mhm. Und das ist ihm, er war ihm ein Schnee. Er hat auch nicht studiert. Er hat das einfach von seinem Kopf aus gemacht. Sicher, er hat eine Lehre gemacht bei Castagnolo, aber er war eigentlich als Bub schon in der Werkstatt, wenn er 9 Jahre war, und hat da zusammengekehrt, nur damit in der Nähe von den Autos ist und was mitkriegt und das war eigentlich schon immer sein Leben. Und das ist ja auch das Tolle, dass er nicht nur Tüftler und Ingenieur einer war, der es umgesetzt hat, sondern er war auch ein guter Rennfahrer oder ein guter Fahrer und er hat ja ganz früh angefangen mit Motorradrennen. Ja, er hat ja mit Motorrädern angefangen und das war überhaupt ein Talent, also da hat er viel gewonnen. Hm. Ja, und dann hat er eben den Unfall und dann konnte er nicht mehr Motorrad fahren und dann ist ihm die ganze Sache in eine andere Richtung gegangen. Hat er erst Beiwagen, glaube ich, gemacht? Und da ja, Beiwagen hat er gemacht, ja. Große Patent mit dem Beiwagenmotor, was ich so in die Kurve legen kann. Ne? Und das war, glaube ich, der Grundstein für die Firma. Ne? Ja, das war nicht der Grundstein. Der Grundstein war eigentlich schon später mit dem Scalerini. Mhm. Das war auch ein Pilot und der hat ihn dann gesponsert. Also der hat quasi und ist dadurch 50% Partner geworden. Also dadurch hat er natürlich sein Geschäft seines Lebens gemacht, weil den Erfolg von Carlo hat er immer gerecht geteilt. Damit mit ihm, dann mit dem Vater und dann mit
Der Carlo Scalerini, das war dann der Sohn. Okay. Von. Und ja, also wie gesagt, das ist Erinnerungen an die Zeit davor. Natürlich gibt es Erzählungen, was ich erzählt habe, aber ich war ja sehr jung noch und ich habe ja eigentlich die ganze Zeit vor ihm ja nicht mitbekommen, nur eben, was ich dann halt gelesen habe, aber nicht miterlebt, sagen wir so. Wie viel älter war Carlo Abarth als Sie? 30 Jahre. 30 Jahre älter. Ja. War das ein Problem für Sie? Überhaupt oder nicht. Weil mich haben nie junge, ich hatte auch nie einen Freund, mich haben nie junge Burschen interessiert, die waren blöd und die wollten einem nicht mehr an die Brust greifen und mich hat das überhaupt nicht interessiert. Ich war viel mehr für Sport und Männer haben mich überhaupt nicht interessiert und sage ich, und darum habe ich eigentlich immer, auch mein erster Mann war älter, aber nicht so viel älter, 10 Jahre. Aber beim Carlo, die Faszination, ich habe den einfach so gesehen in seinem ganzen Art. Er war ja so, wie sagt man, so powerful. Er hat ja wirklich ein Leben gehabt, wie der kann der Junge nicht mitmachen. Ja, das stimmt. Was er alles gemacht hat und auf die Beine gestellt. Und das wenn die Leute sagen, na, das Beste war ja, wenn ich dann, weil die Frauen natürlich, hauptsächlich die Frauen fragen immer, na, wie haben sie ihn kennengelernt natürlich? Und dann die zweite Frage ist ja, der Altersunterschied, wie war das? Sag ich habe es nicht gemerkt. Ich habe es nicht gemerkt und so sage ich, und es ist ja nicht so ein Altersunterschied. Ich meinte damit, wenn man 20 und 50 ist ja nicht so. Ein Unterschied ist, genau, ja. Weil mit 50 ist der Mann erst richtig reif, ja. In meinen Augen. Ja. Also, und dann, und ja, und ja, wie er sich gibt halt dann auch. Aber da war immer Riesengelächter, wenn ich das gesagt habe. Und aber es war so, ich habe es nicht, für mich war er jung, für mich war er dynamisch und ich habe ihn einfach geliebt, ja. Ja. Toll. Also wie Sie das sagen, klingt das auch immer noch so durch, ne? Dass er ja, eine ganz besondere Persönlichkeit gewesen sein muss. Und ich glaube, diese Aura, die er versprüht hat, ja. Von der schwärmt jeder. Also jeder Rennfahrer, jeder Mann, jede Frau ja. Vielleicht, aber egal ob Hans Hermann oder so, alle ja. Sagen immer Carlo Abarth. Das war ja, einfach besonders. Aber es ist natürlich, also um Hans Hermann zurückzukommen, der Carlo war auch immer sehr großzügig mhm. Und hat auch immer, er hat viel gefordert, er hat aber auch sehr viel gegeben. Mhm. Also war einmal im Sommer, da ist ein Auto nicht fertig geworden in Turin und der Hans Hermann musste 2 Wochen länger bleiben, um an dem Auto zu arbeiten. Und dann hat der Carlo ihm ein Päckchen mitgegeben für seine Frau. Und sie hat es dann in den Kühlschrank gegeben und dachte, es ist ein Schokolade. Und dann ruft der Carlo an und sagt, ja, und wie geht's? Und dann sagt er, komisch, der Carlo ruft an, jetzt muss ich schauen, was im Päckchen ist. Und da war eine goldene Uhr. Ach, die sie in den Kühlschrank getan ja. Hatte? Und das ist, war so, er wollte ihr sagen, danke, dass du diese 2 Wochen mir noch gegeben hast, dass wir das fertig machen konnten. Wow, okay. Und hat das wirklich immer anerkannt. Mhm. Ja. Und das sind ja so verschiedene Episoden, wo er wirklich, also den Fahrern und auch den Mechanikern, wenn die Überstunden gemacht haben, hat er einen Kuvert zugesteckt, hat ins Büro geholt, sagt Danke. Und die es war ja auch so dort, die Firma, das war ja, die haben ja so zusammengearbeitet. Mhm. Die sind auch, wie damals diese furchtbaren Streiks waren. Mhm. Da war die Gewerkschaft hat draußen Posten aufgestellt, es tut ja niemand ins Werk gehen. Da haben die reingeschmuggelt und die haben dann in der Nacht gearbeitet. Und dann der Carlo ist natürlich, wollte sich nicht reinschmuggeln lassen, hat gesagt, nein, ich stehe dafür, ich arbeite weiter. Und ist da rein und da haben die ihn, wollten ihn aufhalten, hat er gesagt, er schießt mich, wenn es wollt. Ich gehe jetzt rein und mache meine Arbeit. Wollte den Chef nicht in seine eigene Firma lassen. Ja. Das muss ich mir vorstellen. Ich glaube, 67 war das, oder? 66? Das war, Gott, ich, mit den Jahren bin ich leider nicht so gut. Aber, und das war er. Er hat gesagt, das ist mein Werk. Und durch diese Streiks ist er auch damals ins Schwanken gekommen. Mhm. Weil er war ja einer, war immer voraus der Zeit. Mhm. Und wenn die nicht arbeiten lassen, ja, dann fehlen diese Stunden oder diese Tage oder ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange, das hat ja doch eine Zeit gedauert. Mhm. Auf alle Fälle war das wirklich eine schlimme Zeit damals. Ja. Aber wie gesagt, das ganze Team ist zu ihm gestanden.
Ja, das glaube ich, wenn der Chef so großzügig ist, ne, und eigentlich so, die vielleicht auch erkannt haben, dass er so eine weichere Seite hatte oder dass er theoretisch... Nein, ich glaube, was sie so geschätzt haben, dass er wirklich anerkannt hat, was die gemacht haben. Hm. Es hat nicht für selbstverständlich genommen. Er hat gesagt, ihr habt einen super Job gemacht, danke. Nicht wie einer, der einfach so, er hat auch im Büro, war das große Fenster, hinein in die Halle und da hat er beobachtet, die Leute, was sie machen. Und jeder konnte zu ihm kommen, wenn er ein Problem hatte und das wurde gelöst. Hm. Das war sein Erfolg, dass er ein super Team hatte. Und die haben ja riesen Erfolge gehabt. Ne? Ja. Also dass er jedes Wochenende, und das glaube ich auch eins der Geheimnisse ist, dass er eben nicht die teuersten Sportwagen gemacht hat, sondern er konnte das über die Masse streuen und so sind die Wagen jedes Wochenende auf x Rennen gefahren und haben natürlich auch x Erfolge eingefahren. Ja, ja, das war ja auch, er war eigentlich sehr geschickt. Auch im, er hat ja mit Fiat einen Vertrag gehabt dann, dass er für jeden Sieg eine Summe kriegt, eine Prämie. Mhm. Und die, weil die haben gesagt, ja, okay. Und dann natürlich, dass der Carlo dann so viele Autos auf kleine Rennen geschickt hat, wo die natürlich gewonnen haben. Das haben die natürlich dann auch nicht gerechnet. Ja. Aber er war schon clever, ja. Hat er sie manchmal mitgenommen zu den Verhandlungen bei Fiat? Nein. Ach so, okay. Das war immer, also da war er immer alleine. Nein. Hinterher dann sind wir nach Hause, dann haben wir diskutiert und hat mir erzählt und was ihm nicht so gepasst hat und was ihm... Manche Leute, die Ingenieure bei der Fiat oder so, da nicht so verstanden haben, wie es haben wollte. Mhm. Aber im Prinzip, Agnelli war sehr gut. Der hat wirklich, auch nach dem Tod von Carlo, hat mir der Gianni Agnelli geschrieben, wenn was ist, ich kann mich an ihn wenden. Und die haben sich wirklich ganz toll mir gegenüber verhalten, muss ich sagen. Das ist auch nach dem Tod von Carlo, haben die mich eingeladen dann zum 1980 zum Rallye Monte Carlo. Und ich werde nie vergessen, ich bin dann da hingefahren. Es war in Wien im Haus, wir haben in Wien gelebt ja. Nachdem der Carlo verkauft hat, die Firma, sind wir nach Wien gezogen. Mhm. Und wir haben zuerst gesucht, in Italien was zu kriegen und das hat alles nicht so richtig gepasst. Und dann durch Zufall, wie in Wien war, hat ein Architekt ihm angeboten, diese Häuser in Grinzing am Hang. Und das war damals eine Sensation, weil in Grinzing da an den Hang und so bauen. Und aber Gott sei Dank hat er sie mir nach Wien gezogen, weil er dann an Krebs erkrankt ist. Und da hatten wir Gott sei Dank die Ärzte in Wien. In Italien wäre das nicht so toll gewesen. Aber zurückzukommen auf die Vierte, und ich muss sagen, die waren wirklich immer fair eigentlich zu ihm. Und die haben sehr respektiert, was er gemacht hat schon. Es gab natürlich einige Neider, die halt gesagt haben, ja, wieso kriegt er so viel Geld? Mhm. Er hat es aber verdient, ja. Sie sagten, dass er natürlich auch die Autos bei kleineren Rennen eingesetzt hat, wo er auf jeden Fall gewinnt. Ja. Also kann man da sagen, um wie viel Geld das da ging oder was das so Siegprämien waren? Oder ist das, na, so viel war das dann auch nicht. Das war einfach die Masse wahrscheinlich. Ne? Es war eigentlich so, dass er das wieder, das hat ja alles wieder in die Rennwagen reingesteckt. Mhm. Also es waren nicht jetzt solche Summen, wie das, wo wir heute reden, wo jetzt dann... sagen, okay, er kriegt eine Million, kriegt das. Nein, das hat immer gereicht, dass er das, sein Werk weiterführen konnte. Es war keine überdrüber Sachen, nein, das war es nicht. Okay. Damals haben wir die Rennfahrer auch fast nichts gekriegt. Es waren andere Zeiten, da war die Passion da, man ist für die Passion gefahren. Und Geld war natürlich auch wichtig, aber nicht so wichtig wie heute. Privat sind Sie auch mal tolle Autos gefahren, wahrscheinlich. Ja, mein erstes Auto war ein DS19 Citroën. Mhm. Für in Afrika, weil man das verstellen konnte. Ach so, okay. Und dann konnte man dann, wenn Sie die Straßen, diese Sandstraßen mit so Hügeln dazwischen, da musste man immer rauf und runter schalten. Ja, na, ich habe, ja. Ja, aber nachher bei Arbeit, da haben Sie wahrscheinlich auch mal die heißgemachten Straßenversionen gehabt. Ich habe Ihnen, nein, erst einmal haben wir auch andere Autos getestet. Okay. So, ob es jetzt der amerikanische oder Dings ist. Wir haben alle Autos immer getestet. Mhm. Und Carlo wollte schauen, wie die Lage ist, was da ist und so. Das hat ihn einfach interessiert.
Und ich, aber damals dann haben wir den Mustang einmal gehabt. Na, das war eine Lamente. Wenn man überlegt, wie der Abbott da hinschießt. Und wir sind nach San Remo gefahren und in die Kurven, wie der da geschwungen ist. Das hat er, also da hat er schon immer gesehen, wie toll seine Autos sind, ja. Ja, das glaube ich. Wo haben Sie ihn überall begleitet auf Rennen? Also er war ja nicht bei jedem Rennen logischerweise dabei, nein, nein. Aber... Naja, ich habe ihn immer auf allen Rennen begleitet. Also er war immer dabei, wollte nie eigentlich allein sein. Das war schon sein... Und ja, ich habe auch immer, bin auch oft ich gefahren und er ist, der hat Zeitung gelesen oder hat sich irgendwas konzentriert und hat meinen Fahrweise vertraut und bin auch nicht gerast. Er ist sehr schnell gefahren. Ja. Ja. Und wenn dann eine Dings kam, eine Strafanzeige, dann habe ich gesagt, ach, meine Frau, die fährt halt immer gern schnell. Also da muss ich immer hinhalten. Mussten Sie Ihren Führerschein für ihn abgeben? Nein. Das gab es damals Gott sei Dank nicht. Nein. Stimmt, genau. Und ich glaube, in Italien, da war man auch als Abarth, ist das nicht so ein bisschen so das Niveau von Enzo Ferrari gewesen? Oder? Es war auch mal eine Geschichte. Wir sind von, da gab es die Autostrada noch nicht, von Innsbruck, also wir sind über den Pass gefahren, rüber nach Richtung Turin, halt aber über den Pass. Mhm. Und das war, ich weiß, es hat so nicht direkt geregnet und der Carlo ist da gefahren. Und dann plötzlich ist ein Auto, das haben wir überholt. Und dann waren die so knapp dran, dann wollten die uns vorbeifahren und da habe ich schon gemerkt, da stimmt was nicht. Sagt der Carlo, schau nicht hin, wir fahren weiter. Aber er saß am Steuer. Und dann war eine Ampel und da musste er natürlich stehen. Da sprang der raus, kam hinter die Polizei privat und hat ihm vorgezählt, was er alles überschritten hat. Und dann schaut der Carlo nur so und dann hat er ihn erkannt, sagt er, scusate, adesso capisco tutto. Also jetzt verstehe ich alles, weil sie sind halt fast wahrscheinlich getestet oder so. Ja. Also hat sich dann sogar noch entschuldigt und wir sind weitergefahren. Also der war natürlich eine große Berühmtheit. Ne? Und das muss man auch sagen, in Turin, ja, das beschreiben Sie auch so toll in Ihrem Buch, diese Mittagspausen. Ja. Er ist dann da rausgekommen, Sie haben sich mit ihm in der Stadt verabredet und jeder wusste natürlich, was er essen möchte und wo er war und hat die Menüs darauf ausgerichtet. Also er war natürlich, wenn der Carlo wo aufgetaucht ist, er war wirklich kein Agnelli. Aber in seiner Art war er einfach, er war für die Leute so wie, fast wie ein Gott. Also die Leute haben den verehrt, das ist, weil er der Jugend auch viel gegeben hat. Er hat gezeigt, Kinder, ihr braucht nicht einen teuren Ferrari, ihr könnt mit so einem Auto auch eure Passion ausleben. Und das war eigentlich, er hat ja sehr viel an die Jugend gedacht auch. Er hat gesagt, die können sich das nicht leisten, denen muss ich ja auch was bieten. Und früher, ich meine, so teuer waren die dann nicht, die, aber ich finde heuer, im Vergleich sind die teurer zum Vergleich. Wie damals. Damals waren die schon sehr viel billiger wie die anderen Wagen. Und das war halt auch, was die Jugend geliebt hat. Und dann, ich habe heute noch, höre ich Geschichten von jungen Männern, das war immer das erste Auto. Also ein Abarth, wenn er maturiert oder wenn er was geleistet hat, vom Vater, haben sie meistens ein Auto gekriegt. Und dann hat er gesagt, ja, und dann, der Sound war immer bei denen so. Und sagte, also, wenn ich meine Verlobte abgeholt habe, durfte ich ja nicht läuten, weil die Mutter durfte nicht wissen, dass ich auf sie warte. Habe ich einfach immer nur brumm brumm gemacht und dann hat es mich gehört und ist runtergekommen. Das ist gut, wenn man das damit verbindet. Ein wichtiges Standbein noch war ja das Zubehörgeschäft, ne? Ja, Auspuffanlagen und so. Ja. Ne? Also. Ja, das hat dadurch eigentlich, das hat sehr gut geklappt. Weil er eben mit diesem Auspuff, also wenn man sich vorstellt, dass sich ein Mercedes einen Abarth-Auspuff nimmt und so, das ist ja unwahrscheinlich, wie die an das geglaubt haben, das hat auch was gebracht. Ich glaube, in den besten Jahren 100.000 Auspuffanlagen im Jahr. Ja, es war einfach, damit hat er viel Geld gemacht, ja. Wie sah die Fabrik aus? Wie viele Leute haben da eigentlich gearbeitet? Zu Höchstzeiten hat er gehabt 700 Leute. 700 Leute, aber dann ist er zu groß geworden, eben durch das Ganze. Und dann hat er
eben sich verkleinert, weil das ist einfach zu viel Aufwand und zu viel. Aber er hat sehr gut zusammengearbeitet mit Pininfarina. Dann hat er sehr gern gemacht. Der Ciucciaro hat auch einen schönen Arbeit gemacht. Und kennen Sie das Buch eigentlich, die Müll Collection? Weil das beweist, wie viele schöne Autos der Carlo gemacht hat, wo nur ein paar Stück manchmal waren. Und diese Müll Collection, die ist ja das der Engelbert Müll, war Rennfahrer bei Abarth, also ein Privater, hatte dann einen Unfall auf Abarth und ist dann plötzlich zum Sammler geworden. Und er hat tatsächlich 45 verschiedene Arbeit gehabt. Und man wusste ja gar nicht, wie viele Autos der Carlo gemacht hat, weil das immer nur kleine Serie war dann. Irgendwann kam an der Zeitpunkt, dass Carlo Abarth eben nicht nur Karosserien und so ein bisschen Tuning gemacht hat, sondern auch einen ganzen eigenen Motor entwickelt hat. Ne? Also ja. Und zwar einen großen Zwölfzylinder. Ja. Und das war eben der Skandal, dass wie er so weit war, dann von der verboten wurde. Von der FIA, wo das Reglement geändert wurde. Das Reglement wurde geändert und damit war der Motor, der stand dann als Zeuge in seinem Büro. Mit 6 Liter V12, glaube ich. Also wirklich ganz. Und das war eben auch, wie soll ich sagen, das hat ihn hart getroffen. Er hat die ganze Saison quasi verloren, weil er hat gebaut auf diesen neuen Motor. Das ist auch ein riesen Kostenfaktor, einen Motor zu entwickeln. Natürlich. Ja, nein, das ist eben halt. Damals auch leider schon so, dass eben da Regelmaus manchmal gemacht wurden, die kein Mensch verstanden hat. Also ist ja auch heute noch. Die Formel 1, manchmal fragt man sich wirklich, wo ist da die Logik? Gott sei Dank geben sie jetzt manchmal zu, man kann, he's a racer, dass er nicht dafür nur bestraft wird. Also manchmal dann rege ich mich schon auf, wenn ich so diese Regelmaus sehe. Gab es von Ihnen ein Lieblingsrennen, wo Sie besonders gerne hingefahren sind? Nein, das Mendola habe ich sehr gern gehabt, Bergrennen. Der Carlo hat ja auch Bergrennen sehr geliebt. Also ich habe Bergrennen sehr geliebt, weil das war wirklich so, konnte sie auch so hören, ja, wumm, wie sie leiser wurden, lauter nächste Kurve, wie das so, das Tonart verschieden war. Ja. Und das war, das habe ich sehr gern gehabt, das Mendola. Ist leider auch aufgelassen worden, wie so viele, wegen den Grünen. Luftverpestung und jetzt zischen die Motorräder halt darauf. Es hat alles keine Logik mehr und das ist das Traurige. Aber zurückzukommen zum Carlo, wie gesagt, also die Jahre damals in Turin, das waren schon sehr, sehr prägend für mich auch, weil das war für mich natürlich eine ganz andere Welt und das alles so nah mitzubekommen und es war einfach eine schöne Zeit, ja. Klingt so, und ja. Turin damals war eine elegante Stadt. Also die Frauen waren so elegant. Also und ich kam von Wien. Ich meine, ich habe ganz andere Art zu kleiden gehabt. Die haben mir dann schon angepasst. Ich war sehr klassisch eigentlich immer auch. Aber habe auch immer sehr viel drauf gehalten, dass ich so war nie so hippie-mäßig unterwegs. Bei mir musste das auch immer schon passen, dass das einen Stil hat und ich habe sogar beim Knieschirmier, wenn ich Geld gehabt habe als Model, wenn ich gut verdiene, beim Knieschirmier ein Kostüm machen lassen. Knieschirmier war ja auch dann der Hofschneider von Carlo, ja. Ja, genau. Und ich habe ihn auch in seinem Dings kennengelernt, den Carlo, ein Kostüm von Knieschirmier. Da wusste er gleich, dass Sie sich informiert haben. Ja, nein. Gab es irgendwelche Lieblingsfahrer von Carlo Abarth, wo die das Auto möglichst heil gelassen haben? Naja, der Carlo, der Peter Schetti. Der war ein insofern ein Lieblingsfahrer. Also man hat Deutsch gesprochen, weil er Schweizer war. Und dann hat er auch das nötige Kleingeld gehabt. Der Carlo wollte, dass einer von diesen Leuten die Geschichte kennen, übergeben, sein Werk. Weil er auch älter war und hat gesagt, dass ich möchte einen Nachfolger haben. Und weil er selbst wollte ja keine Kinder, Carlo. Also seine Kinder waren die Autos und mehr Platz war da nicht. Für mich schon, aber sonst Kinder hätten ihn zu sehr abgelenkt. Auf alle Fälle war das dann auch sehr enttäuscht, weil der Peter Schetti dann ja auch zu Ferrari gegangen ist. Und das ist ja auch der Mazzario ist zu Ferrari gegangen von Carlo. Der Peter Schetti, wer war denn da noch? Johannes Ortner? Nein, der ist ihm treu geblieben. Also der war ein Treuer, der Ortner. Das war auch eigentlich einer, mit dem der Carlo ein sehr gutes Verhältnis hat. Erst einmal hat er
Deutsch gesprochen und der war auch am längsten mit ihm eigentlich. Bei ihm als Fahrer, ne? Ja, wie er gesagt hat, ja, ich habe es am längsten ausgehalten. Ja, und Peter Schetti wollte er eigentlich die Firma mal vermachen, ne? Naja, also ja, der Peter Schetti war ja doch ein sehr autobezogen. Mhm. Und ja, da waren wirklich schon Gespräche. Und dann aber ging er zu Ferrari und dann... Hat er später den elterlichen Betrieb in der Schweiz übernommen, glaube ich. Ja, ja. Das ja. war eine ganz ich andere habe leider Firma. Dann gar keinen... Ich habe noch ein paar Mal in Monte Carlo gewohnt, habe getroffen, so. Aber jetzt habe ich überhaupt keinen Kontakt mehr. Es tut mir leid. Ich möchte jetzt einmal noch einmal ein Jubiläum machen nächstes Jahr, wo ich noch einmal die Leute zusammenbringen möchte. Wie denn sind doch schon altes, ältere Herren und manche sind eh schon verstorben, aber der Merzario gibt es noch. Und der Merzario war ein ganz ein witziger, sehr ein quirliger Pilot. Denn mit dem bin ich heute noch in Verbindung. Nein, von den Fahrern her, ich meine, der Hans Herrmann war eigentlich, mit dem war er sehr gut. Da war wirklich auch eine sehr gute Verbindung da. Und weil der Hans Herrmann ja auch viel verstanden hat von Autos und man konnte sich mit ihm mit allem unterhalten natürlich. Und das war eigentlich der von den drei Fahrern, die am meisten waren. Also war, wie gesagt, der Hans Herrmann, der Peter Schette und der Merzario. Das waren die drei, wo wirklich eine Bindung da war. Und dann... Dieter Quester? Dieter Quester, ja, mit dem sind die nicht sehr zusammengekommen. Und weil der Carlo war sehr streng mit ihm und der Dieter war halt, hat das halt, er war ja Persönlichkeit, er hat ein Vermögen, kommt BMW, also es hat alles gepasst und er braucht sie nicht vom Carlo abkanzeln lassen. Wobei das der Hans Herrmann hat mir da eine lustige Begebenheit erzählt, also zudem war ja. natürlich der Carlo Abarth auch streng, aber ja. der hat ihn dann immer, hat er gesagt, er hat extra immer vor dem Büro geparkt mit dem Firmenwagen. Ja. Und immer, wenn Mittagspause war, hat er den Motor angelassen und sofort hochgedreht. Dann hat er ihn damit geärgert. Und er hat noch eine gute Geschichte erzählt, wobei das war, glaube ich, das hat Erich Bitter erzählt, dass ihr Mann immer zur Mittagspause losgefahren ist und mit Vollgas auf das geschlossene Tor zugefahren ist. Und da stand immer schon einer parat, der es dann aufgemacht hat. Nein, der Kallis war ein sehr schneller Fahrer. Also der hat gerne Speed gehabt, aber eigentlich nicht übertrieben. Er hat das schon immer unter Kontrolle gehabt, alles. Aber er hat auch die Rennautos noch selber getestet. Also auf dem Flugfeld gegenüber vom Werk war das Flugfeld und da haben die ganzen Tests immer gemacht. Und Karl hat immer die Autos bis zum Schluss fast alle noch selbst getestet. Der ist auch Weltrekordfahrten selber gefahren. Ja, ja, ist auch der Welt. Da hat er abgenommen, 20 Kilo hat er abgenommen mit einer Diät. Was war das? Also die Diät würde ich aber gerne kennen. Ja, das war eigentlich eine Diät. Das waren harte Eier, Salatblätter ohne irgendwas. Also 6 harte Eier am Tag, Salatblätter und Schinken. Die musste gewisse Zentimeter sein und natürlich kein Fett. Und das war also Schinken, Salatblätter und 2 harte Eier, also 6 Eier am Tag. Quasi. Das ist natürlich keine gesunde Diät, aber es hat sehr gewirkt bei ihm. Und es war ja dann auch, wenn wir im Restaurant gegessen haben und dann hat er eben das bestellt, sein Menü, also die 2 harten Eier ging ja noch. Aber dann, wenn es hing um den Schinken, der wusste genau, wenn das kam, nein, das ist 1 Zentimeter mehr, da hat er den zurückgeschickt. Sagte, ich habe gesagt... Ich habe gesagt, so viel Zentimeter. Und einmal haben sie uns dann haben wir auch im Hotel dann mitgegeben, die harten Eier und das im Auto, dass wir es beim Rennen essen konnten. Und dann hat er einmal gesagt, gib mir jetzt ein hartes Ei beim Autofahren und ich will das schälen und das war roh und habe das ganze rohe Ei in der Hand gehabt. Sag ich, bitte bleib schnell stehen, dass ich nicht alles im Auto habe. Und nein, nein, aber er hat wirklich abgenommen, aber ich glaube, es hat ihm auch sehr geschadet, diese Diät. Okay. Ja, das würde ich nicht empfehlen. Okay, ja. Also löschen wir es wieder. Er ist dann eben krank geworden und hat eben Magen-Darm-Krebs gehabt und ist gestorben, also wirklich traurig.
Ja, er war ja 74, er war ja fit noch sonst. Wir haben ja da eigentlich sehr gesund gelebt auch. Und Sie waren nur ganz kurz verheiratet. Ne? Sie haben ja lange zusammengelebt durch diese getrennt von Tisch und Bett von seiner vorherigen Frau. Ja, das haben wir, dieses Dokument haben wir dann gehabt. Aber es war so ein wahnsinnig schwer, weil seine Frau von Jugoslawien war. Mhm. Und die ganzen Unterlagen zu kriegen. Und im Prinzip war es uns eigentlich, also mir war es eigentlich egal, weil ich habe gesagt, wir sind so viele Jahre zusammen und wir sind als Mann und Frau anerkannt, was brauchen wir, das Papier brauche ich nicht. Mhm. Und dann, wie er krank war, sagt er, Anneliese, das geht nicht, wenn mir was passiert, du musst den Namen haben und weiterführen. Und so war das dann, dass wir dann eigentlich so spät geheiratet haben. Weil am Anfang war es die Papiere und dann haben wir es aufgegeben, sage ich, also lassen wir es ja gleich. Aber dann hat er darauf bestanden, dass, und das war auch gut so, wie ich gesehen habe. Erstmal habe ich doch den Namen und kann das weitergeben. Und Nummer zwei ist doch Vermögen da und da ist man doch anfechtbar. Wenn man. Und so war ich halt dann die Alleinerbin und alle Rechte waren dann bei mir. Mhm. Und eben auch für die Geschichte, weil die Fiat nicht kaufen wollte, sondern immer nur bezahlt hat, wenn sie den Namen Carlo Abarth verwendet haben. Okay. Also wenn jetzt quasi an so einem Auto Abarth steht, diese Sonderserie, ja, dann haben Abarth sie noch was ist davon, okay, ne? Ja, okay. Aber nicht Carlo Abarth. Ah, okay, alles klar. Die Geschichte, ja. Abarth ist ja, die haben die gekauft, ne? Der Fiat hat eigentlich nur das Logo gekauft, nicht die Geschichte. Das war von Anfang an, die haben gesagt, ohne Carlo Abarth brauchen wir keine Geschichte, obwohl die Logistik so schon dann gesehen habe, dass es schon wichtig war. Mhm. Also sie haben dann wahnsinnig viel gemacht, also mit Carlo Abarth, also überhaupt lanciert, weil das war halt der Name, der gezogen hat, nicht Abarth alleine. Fiat hat auch immer irgendwann so ein bisschen eifersüchtig auf den Erfolg geguckt. Da gab es ja auch so eine Kurve. Am Anfang war es so, dass Fiat unheimlich davon partizipiert hat, dass Abarth oder Carlo Abarth immer wieder auf Fiat-Autos oder auf modifizierten Fiats gewonnen hat. Und irgendwann haben die gemerkt, Mensch, der ist eigentlich auch eine große Konkurrenz für uns selber. Nun, natürlich haben die gesagt, also was wir jetzt dem alles zahlen, hätten wir es gleich gekauft, oder? Mhm. Ja. Und das wollte der Carlo aber nicht. Weil er wollte immer das Sagen haben und nicht was dann. Ja, ist er dann noch Konsulent geblieben bei Fiat, nachdem er es verkauft hat? Ja, genau, aber er hat es dann irgendwann ja doch verkauft an Fiat. Ja, nein, er hat, natürlich hat er das Werk, das waren dann die berühmten Schwierigkeiten damals mit dem, nach den Streiks, wo einfach. Wo die Gewerkschaften kamen, und 68 wo wir einfach nicht zeitgemäß liefern konnten und zeitgemäß, das hat ihm viel Geld gekostet. Und das hat ihm dann gesagt, okay, ich verkaufe und ja. Das war eine, da haben wir nächtelang diskutiert und er hat ein anderes Angebot gehabt, viel interessanter. Mhm. Und er hat gesagt, nein, ich bin mit Fiat groß geworden und die werden in meinem Sinne das weiterleiten. Und das war eigentlich leider nicht so, weil im Prinzip, wie der Carlo gestorben ist, dann haben sie eigentlich die Marke in der Schublade verschwinden lassen. Es hat ja dann Jahre gedauert, wie dann Dimeo das Ganze wieder zum Leben gebracht hat. Es waren ja Jahre, wo dann nichts war. Und das Beste war, dass dann beim Genf Automobilsalon, da haben die mich auch eingeladen, und das war so ein Erfolg und die waren so überrascht. Die Fiat war so überrascht, dass er noch so einen Erfolg hat. Kann man das vorstellen? Der die meisten Siege für sie eingefahren hat, ne? Ja. Auf einmal. Ja, aber die haben dann gedacht, ja, Fiat war halt immer Ferrari. Mhm. Das war, die haben auch einen riesen Budget gehabt, was der Carlo immer gesagt hat. Was die, wenn den Budget könnte er viel mehr machen und er muss sich das immer selber erarbeiten. Das Geld von denen. Haben Sie Enzo Ferrari gekannt? Ja, habe ich verkannt. Aber eine große Enttäuschung. Warum? Also, der Carlo Abarth, der hat was dargestellt. Der Carlo Abarth hat ein Dings gehabt, eine schöne Stimme. Der Carlo hat viel, toll angezogen. Und der Ferrari mit seiner nasalen Stimme, so ein Jahrchen, der hat ja so gesprochen. Und dann hat er, weiß ich nie vergessen, dann hat er so einen. Ja, ein Dings angehabt, eine Jacke. Da, so ein,
die angegriffen haben, so wie wir da standen und gesprochen haben. Dann, na bitte, so eine Qualität hat er. Also mich hat das. und dann war ich eigentlich der Kalle ja auch nicht gut, auf ihn zu sprechen. Das waren doch Konkurrenten. Mhm. Und was den Carlo wahnsinnig eigentlich verletzt hat, er hat ein riesiges Feeling gehabt für einen Fahrer. Einen jungen Fahrer, gesagt, der hat Talent, den hole ich mir, den bilde ich aus. Mhm. Wenn die dann ausgebildet waren, kam dann der Ferrari mit einem großen Scheck. Mhm. Und da gab es auch dann die berühmte Aussage vom Carlo: Ich möchte jetzt von Enzo Ferrari wissen, welchen Piloten ich ihm jetzt ausbilden soll. Ja. Also Peter Schetti hat das gemacht. Der Schetti, der Merzario. Genau. Wer war denn da noch? Dann Tomaini, ist der Ingenieur, ist auch zu Ferrari gegangen. Auf alle Fälle war das die Situation, das war, sie haben sich gegenseitig respektiert, mhm. auf alle Fälle, aber Freundschaft war das nicht. Als Carlo Abarth in diese größeren Klassen aufsteigen wollte, also mit größeren Motoren, glauben Sie, dass da bei Enzo Ferrari auch so ein bisschen die Lichter angegangen sind und da nochmal so ein bisschen das Verhältnis sich abgekühlt hat? Naja, das war natürlich, war der Carlo einer, der schon noch mehr wollte in Bezug auf Motoren. Mhm. Aber natürlich ging es da eben so schief und dann... Wie gesagt, er hatte keine Unterstützung gehabt, er hat das alles selber finanzieren, das kostet ja viel Geld. Mhm. Und was er sich sehr gefreut hat, wie dann die Formel Italia ins Leben gerufen wurde, dass er den Auftrag bekam, dieses Auto zu bauen. Das hat er sich sehr gefreut darüber. Und ist auch ein schönes Auto geworden und vor allem schnell auch, ja. Mhm. Der Merzario ist ja auch gefahren. Der Merzario, wer ist denn noch von den bekannten Fahrern gefahren? Jetzt fällt mir nicht ein, der Wiesemann war ja auch ein Fahrer von Carlo, der Schwede. Aber das waren so Perioden, das waren jetzt nicht, wo man sagt, also die Säule von Abarth, der hat da mit aufgebaut, das war eben der Hans Hermann. Das war der Merzario und das war vor allem auch der Johannes Ortner. Mhm. Das waren die drei Säulen, die eigentlich den Namen mit aufgebaut haben, durch ihre Siege, ja. Und wer, glaube ich, auch interessant war als Geschäftspartner, der ja auch in Deutschland die Autos verkauft hat, war Erich Bitter, oder? Ja, Erich Bitter schon. Der hat natürlich auch, aber der zwar, ich weiß nicht, da bin ich eigentlich geschichtlich zu wenig informiert, wie weit die Zusammenarbeit war. Okay, ja. Also da, ich bin noch befreundet mit Erich Bitter und ich finde, er macht tolle Autos. Mhm. Ist halt auch schwer. Also, man muss ein großer Konzern sein, um das alles mitzumachen finanziell. Das mhm. kann man sich nicht also als Privater, wie der Karl eigentlich war, leisten. Ja. Also die Firma nachher an Fiat verkauft hat, ja. Hat er damit gehadert oder war das ein langer Prozess danach noch, dass er irgendwie wirklich davon Abstand gewinnen konnte oder hat er von heute auf morgen abgeschaltet? Naja, nein, eben nicht. Er hat schon versucht abzuschalten, aber er hat natürlich schon sehr gelitten, weil das war doch sein Baby und sein Dings und vor allem, weil er gesehen hat, er war dann Konsulent und eigentlich die Sachen, die er dann vorgeschlagen haben, wurden eigentlich nicht ausgeführt. Mhm. Die haben dann doch immer einen Ingenieur von Fiat dann da mitgemischt und dann das war eigentlich, das war er traurig, ja. Und er war am Anfang wirklich, wir haben damals auch den ersten eigentlich Urlaub gemacht, weil wir haben nie eigentlich richtig Urlaub gehabt. Das war ein Urlaub, waren die Rennen und im Sommer hat man gearbeitet. Mhm. Es war zwar dann sein bester Freund, es war der Vogt. Und da waren wir oft in Meran, der hat in Meran ein schönes Haus gehabt und in Obermais und da war ja oft mit dem zusammen, Ignazio Fock. Und mit dem zusammen, dann mit dem hat er damals in Ljubljana kennengelernt. Mhm. Wir haben dann drüben, wie der Krieg war. Und das ist dann, mit dem hat er auch gearbeitet und dem ist dann die Freundschaft wirklich geblieben. Okay. Der Carlo war ja so, wenn er eine Freundschaft gehabt hat, die hat er schon gepflegt. Da hat er sich schon die Zeit genommen, um das alles zu machen. Aber wie gesagt, also ich spreche immer mehr über die menschliche Seite, weil ich halt besser kenne.
Ja, bin ich auch hier, damit wir über die menschliche Seite sprechen, weil die technische Seite, und es ist, wollte ich hier nicht abfragen. Es ist, ja, er hat ja, es gibt ja auch eine tolle Geschichte, die eigentlich nicht sehr bekannt ist. Und zwar hat der Carlo Abarth im Krieg einen Beiwagen konstruiert oder aufgebaut? Aufgebaut. Entwickelt, ja. Und hat für Porsche den Ferdinand Porsche aus der Kriegsgefangenschaft geholt und durch die Partisanenzone gefahren und hat auch das Lösegeld übergeben. Und das ist komisch, ich habe mit Wolfgang Porsche jetzt gesprochen und der kennt die Geschichte gar nicht, weil der Carlo hat sich nie so diese Sachen, wie er wirklich, ich meine, muss man sich vorstellen, damals in der Zeit, er hat ja mit seinem Leben auch riskiert, wird er erschossen oder nicht. Ja, na klar. Und auch das Vertrauen von Porsche, dass sie ihm das gegeben haben. Aber er hat eben schon immer diese Freundschaft gehabt, auch dann mit dem Ferdinand Porsche. Er hat ihm ja auch dann die Konzession für Italien gegeben. Und es gab ja auch dann den Porsche Abarth. Ja. Und das war dann schon also auch eine Freundschaft. Die haben sich sehr respektiert gegenüber. Und er hat ihn aus der Kriegsgefangenschaft geholt und hat quasi das Lösegeld von Porsche bekommen und das mit dem Motorrad dadurch transportiert, weil er schnell fahren konnte. Ja, und durch die Partisanenzone, ja. Also das war wirklich eine Zone, wo er hätte erschossen werden können. Wenn ja, natürlich, ja. Wahnsinn. Und also das ist eigentlich eine Geschichte, die eigentlich sonst nicht zu preisgeben, aber das ist wirklich, ich finde, man sollte das heute wissen, dass das, was der Carlo wirklich auch, stell dir vor, der wäre erschossen worden, vielleicht gäbe es kein Porsche. Ja, eben, für nichts. Und, und es war wirklich so, dass Ferdinand Porsche auf dem Beiwagen, auf dem Motorrad dann saß und Carlo aber mit ihm wieder durchgeschossen ist. Der Carlo war sehr stolz, dass er den aus der Gefangenschaft retten konnte. Das war für ihn eine große Genugtuung, eine Freude. Solche Menschen wie er muss man einfach nicht, ja. Beeindruckend. Dass man noch eine engere Zusammenarbeit macht, also ja, es gibt diesen Abarth Porsche, aber dass man da auch bei Rennen noch enger zusammenarbeitet, das war dann irgendwie, also er war immer so ein Fiat-Mann. Aber ja, das hätte er nicht können, ja. Er hat den Vertrag mit Fiat gehabt und das konnte er nicht machen, nein, aber er hat immer respektiert für schöne Autos, die machen und alles, nein. Die haben sich sehr respektiert und das ist halt dann verloren gegangen, erst einmal Italien und Porsche war da. Und, und wie gesagt, auch dadurch, dass er die erste Ehe war mit der Sekretärin von Porsche, es war immer irgendwo doch ein Bezug da. Und wie heißt sie jetzt, seine Schwester, die Luise. Luise, ja, die kannte der Carlo ja auch gut. Und ja, die war eine tolle Frau auch, ja, aber ich habe diese Leute natürlich nicht gekannt, das war alles vor meiner Zeit. Ja, klar, weiß ich eben nur vom Carlo als Erinnerung. Ja. Als Carlo Abarth die Firma verkauft hat oder Sie die Firma verkauft haben, wie alt war er da? 73. 73, also das war dann, er hatte finanziell dann logischerweise ausgesorgt. Also das war jetzt nicht mehr, dass man noch hätte was machen Nein, müssen. Nein, aber also, der Carlo hat sich eigentlich nie was aus Geld gemacht, ich eigentlich auch nicht. Man hat es zum Leben gebraucht, aber wir haben jetzt nie in so einem Luxus oder was gewohnt, dass wir da ein Speedboot gehabt hätten. Erstmal haben wir alles zur Verfügung gekriegt, wenn man es richtig wollte. Ja. Aber der Carlo, dadurch, dass er so viel unterwegs war, zu rennen, war eigentlich dann, wenn er privat war, doch mehr relaxed und gemütlich zu Hause. Ich habe gern gekocht und er hat auch meine Küche sehr genossen. Ich habe sie ja Gott sei Dank damals als junges Mädchen kochen noch gelernt, was ja heute leider nicht mehr der Fall ist. Und ja, und seine Esterhazy-Schnitte habe ich ihm gemacht und die habe ich gebacken, wie er bei Fiat verhandelt hat, habe ich mich in die Küche gegeben und habe einen Kuchen gebacken zum Entspannen. Es klingt nach einer ganz, ganz tollen, harmonischen Zeit und wirklich so der Liebe fürs Leben. Ja, nein, es war wirklich so harmonisch, das muss ich sagen. War eigentlich, es ist ganz selten, dass man solche Momente wirklich erleben kann und es war eigentlich immer ein, bis zum Schluss, die Liebe da und die Zuneigung und das ist ja wichtig. Mhm.
Schade, dass es dann eigentlich am Ende nur so kurz war, wo er das noch genießen konnte. Also jetzt waren wir da eben stehen geblieben, sie haben geheiratet. Einen Monat nach der Hochzeit ist er schon verstorben. Ne? Ja, nein, das Traurige war, und ich glaube, es war auch so, dass er wirklich das nicht verkraftet hat, dass er sein Lebenswerk so aufgegeben hat. Mhm. Das hat er nicht verkraftet. Und vor allem, dass er da nicht den Nachfolger hatte, der das in seinem Sinne weitergeführt hat, weil das Fiat hat es ja doch nicht in seinem Sinne. Ja. Schon jetzt wieder auferlebt, aber da habe ich auch sehr viel mitgeholfen durch meine Foundation. Wir haben ja wirklich den Namen PR-mäßig mit aufgebaut. Und dann, wie gesagt, habe ich mich dann auch gerne mit der Fiat, weil dass ich eben eine Lösung habe, mit der wir leben können, dass ich auch eben den Namen erhalte und eben auch von der Fiat, aber dafür bezahlt werde natürlich. Mhm. Und das war eben dann mit dem Di Meo das Gespräch, eben, wo ich dann gesagt habe, also hat gesagt, Frau Abbott, Sie bleiben bei uns und Sie werden unsere Ambassadrice und vertreten arbeitswürdig. Und das habe ich auch, glaube ich, vor allem mit viel Passion. Das kann man mir nicht nehmen. Das denke ich. Und vor allem in jeder Sprache. Sie konnten das natürlich in jedem Land irgendwie toll vertreten, immer in der Muttersprache. Ja. Das ist natürlich auch mal viel wert. Nein, aber ich muss sagen, das war damals auch, dann haben wir angefangen, wie gesagt, das war dann Di Meo und das die ganze Zeit, dass man wirklich dann neu angefangen hat, neu aufzubauen, mehr auf eben auf Carlo auch. Mhm. Dass man die Geschichte dann, das wurde auch dann das Klassik, Arbeit eröffnet, aber ich war ja natürlich so happy, weil ich da wieder in dem Ambiente sein kann und das Leben leben, wie ich es eigentlich gewohnt war. Und das war dann, wir haben dann das auch herbeigezogen, das Scorpionship, weil ich fand immer, es gab die Arbeitsclubs, dass man die so vernachlässigt und sie haben so viel Freude daran und das ist, sich zu treffen und das sind ja oft Leute, die wirklich sich jeden Groschen erarbeiten und die Prämie ist dann ein Arbeit zu fahren und diese Leute können eigentlich belohnt wie kleine Ambassadore, die, also Botschafter, die eben den Namen wirklich leben und weitergeben und dann haben wir mit der Arbeit Klassik eröffnet. Das war eine riesige Sache in Turin, weil das dann wirklich dann die Klassiker da war. Mit wieder die alten Autos zurück. Die alten Autos dort reparieren lassen, die ganze Story mitleben, wieder neu auferleben, Carlo Abbott. Das war eigentlich damals mehr meine Aufgabe und was ich natürlich sehr gern gemacht habe. Und dann war eben die Arbeit Klassik Eröffnung und in dem dann eben mit dem Scorpionship, sie konnten dann ein Member, Mitglied werden, als Member von dem Scorpionship, das war umsonst, und eben mit dabei sein. Und dann haben wir auch angefangen, habe ich gesagt, wir müssen diese Clubs unterstützen, weil die Clubs haben ja alle kein Geld. Klar, und wenn die jetzt so eine Veranstaltung machen, dann muss man denen was geben und beistehen, dass sie das machen. Und das ist jetzt wirklich groß. Alles groß angelaufen. Ich habe die Scorpionship Nummer 1 bekommen. Damit wurde ich habe die ganzen alten Fahrer eingeladen. Es war eben dann wieder Geschichte geschrieben zu dem Zeitpunkt. Wie ist das überhaupt zu dieser Idee zu der Foundation gekommen? Diese Idee zu der Foundation ist gekommen. Der Carlo hat mir ein Tonband hinterlassen, wo er wusste, er ist sehr krank und er wird bald sterben, indem er über sein Leben gesprochen hat. Über Tomaini, über verschiedene Sachen und eben auch von mir, die Lisa, er hat mich ja Lisa genannt, die Liebe zu mir und was ich ihm Kraft gegeben habe. Und das Schluss war dann, wo er gesagt hat, ich bin sehr stolz, diesen Namen kreiert zu haben und nur durch Ignoranz kann er in Vergessenheit geraten. Und das war für mich die Botschaft, das Leben von Carlo weiterzugeben. Wer war der Mann? Was hat er alles geleistet? Ist ja auch ein Vorbild für die Jugend. Wenn man überlegt, was hat bitte ein Mann in seinem Leben alles geleistet? Mhm. Und man muss kämpfen dafür. Und das ist auch immer, was ich sage. Ihr habt eine Idee, kämpft für eure Idee. Lasst euch nicht abkommen. Wenn sie gut ist,
kämpft dafür. Und das ist auch das Kämpferische an Carlo gewesen, dass er das wirklich auch weitergearbeitet hat, trotz Niederschlägen oder Tieflagen oder was immer, dass er war ein Kämpfer. Und das ist eben, und ich habe ja auch die ganzen Fotos aus der Geschichte und wir haben ja auch an Abende, wo ich dann spreche mit Leuten, mit Clubs und erzähle, und die wollen dann, er erzählt halt die Geschichte vom Carlo und die, eben das, weil er war ja sehr zurückgezogen, wir haben ja sehr zurückgezogen gelebt. Und er hat ja, die haben ja nicht viel von ihm eigentlich gewusst, außer seine Erfolge. Und deswegen wollen die Leute natürlich wissen, ja, wie war er? Und was hat er so gemacht, wenn er privat war? Und das ist eben auch, was ich weitergeben möchte. Dafür sitze ich hier auch. Das ist genau die Geschichte. Und es ist fantastisch, dass Sie da so offen drüber reden und dass man tatsächlich, also mir geht es jetzt so, einen ganz anderen Carlo Abarth kennenlernt, als das, was immer aus den Erinnerungen der Rennfahrer rauskommt. Ja, weil natürlich. Da war natürlich der strenge Chef. Ne? Ja, weil er immer sagte so, ja, der Abarth und Mann, der war so streng. Und so, ja, Kinder, vergesst nicht, er hat euch, ihr habt sozusagen alle. Wir haben bei ihm viel gelernt. Genau, Disziplin und auch. Ne? Disziplin, ja, also vor allem Disziplin. Da hat er ihn ja auch noch mal, weil man zu spät kommen durfte man nicht. Ne? Ja. Naja, aber wie gesagt, es war auf alle Fälle, ich blicke zurück auf eine schöne Zeit und heute habe ich jetzt meinen 80er überschritten und bin ihm auch dabei zu sehen, dass die Carlo Abarth Foundation, die ich dann gegründet habe, dass das auch weitergeführt wird. Was ich dann in den ganzen Jahren aufgebaut habe, möchte ich, dass es in eine Organisation kommt. Ich gebe denen auch mein Know-how, ich gebe denen Fotos, dass das wirklich weitergeleitet wird. Und wie gesagt, Carlo Abarth soll immer in Erinnerung bleiben. Das ist eigentlich mein größter Wunsch. Das wird er. Und in seinen Autos und in den vielen, vielen Fans seiner Autos und die das immer noch hochleben lassen. Es gibt immer eine letzte Frage bei mir. Ja. Und das sind die letzten 50 Liter Sprit. Wenn man nochmal, wenn das Rohöl ausgeht und jeder kriegt nochmal 50 Liter, die er irgendwo verfahren kann oder Sie, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie das machen? Also ich habe geliebt die Strecke von Turin rüber nach Savona. Es war mehr wie 50 Kilometer. Ja, es geht ja um 50 Liter. Die Autos verbrauchen ja wenig. Ach so. Okay, 50 Liter. Ja, natürlich in den Abarth. Am liebsten in meinen Abarth, der jetzt im Museum steht, der Alemanno. Das habe ich dem Museum gegeben, weil ich bin mit denen bei verschiedenen Veranstaltungen gewesen. Und dann habe ich schon manchmal auch riskiert. Und einmal bei der Enstal Classic hat einer Öl verloren und ich bin so runtergerutscht. Und ich habe gesagt, lieber Gott, lass das Auto nicht kaputt gehen. An mich habe ich nicht gedacht. Und dann habe ich gesagt, nein, ich muss das Auto in ein Museum geben, weil ich fahre sonst dauernd mit dem Auto und das muss erhalten bleiben. Weil das ist doch die Geschichte, das persönliche Auto von Carlo und wo wir unterwegs waren. Und das soll wo stehen, wo die Leute das noch bewundern können und nicht irgend so einen Schlucht darunter zerschmettert werden. Aber dafür, für die letzten 50 Liter, würden Sie sich die nochmal rausholen. Ja. Ja. Frau Abarth, herzlichen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Das war die alte Schule für heute und wisst ihr übrigens was? Ich bin jetzt auch endlich bei TikTok angekommen. Als gäbe es nichts Wichtigeres. Wenn ihr also auch in diese chinesische Überwachungsmühle reingeraten wollt, dann schaut rein unter tiktok@alteschule.tv. Und wenn ihr sagt, der Podcast am Donnerstag, der reicht mir vollkommen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.